Ja, willkommen zu meinem kleinen Projekt für Toleranz, meinem kleinen Vorleseprojekt. Der Mensch ist keine Nummer. Es ist 19 Uhr und ich begrüße euch zu diesem kleinen Projekt. Ich öffne direkt mal das kleine Heftchen. Im letzten Video haben wir dort ein bisschen uns reingelesen in dieses Vorwort und ich habe das Ganze mal erklärt. Los geht's nun mit dem ersten Geschichtchen. Mutter heißt die Geschichte. Vorher aber noch die kleine Anmerkung hier. Nur wenige haben die schreckliche Zeit überlebt und konnten sagen, ich bin ein Mensch mit einem Namen. Ich bin nicht mehr bloß eine Nummer. So, starten wir in die erste Geschichte Mutter von Katharina Placha. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, es ist ein tschechischer Name. Der tschechischen Sprache bin ich nicht fähig, deshalb lese ich das hier auf Deutsch und tut mir also leid, wenn ich die Namen falsch vorlese. Los geht's. Die tschechische Sprache gilt gerade wegen ihrer Vielfalt und ihres Reichtums an Worten als eine der schönsten Sprachen. Trotzdem kenne ich ein Wort, das über allen anderen steht. Es ist einfach und dabei zart wie Blütenblätter. Dieses Wort ist Maminka. Mama sind die ersten Silben, die über die Kinderlippen kommen. Das Herz jeder Mutter erfüllen sie mit Freude und Stolz. Maminka, Mama, Mata hat nicht nur in allen slawischen Sprachen einen ähnlichen Klang. Wir verstehen es auch auf Deutsch, Englisch, Italienisch und in anderen europäischen Sprachen. Und vielleicht rufen auch kleine schwarze Barbies und Kinder in Japan so nach ihren Müttern. Ich stehe zu Hause am Fenster und beobachte die Passanten auf der Straße. Unter ihnen sind Mütter mit bunten Kinderwagen, aus denen kleine Köpfchen herausschauen. Ein andermal springt das Kleine neben dem Wagen her und die Mutter folgt ihm mit besorgten Blicken. Ich höre, wie sich der Schlüssel in der Wohnungstüre dreht und meine Mutter von der Arbeit zurückkommt. Kaum haben wir uns begrüßt, fragt sie mich schon aus, wie es in der Schule war, ob wir irgendwelche Noten bekommen haben, ob wir Hausaufgaben aufhaben, ob ich mich schon auf den nächsten Tag vorbereitet habe. Sie erinnert mich daran, den herumliegenden Pullover wegzuräumen, die verdreckten Schuhe zu putzen und in meinem Zimmer Staub zu wischen. Oh, du Hölle! Wo ich doch gerade jetzt am liebsten das nächste Kapitel in diesem spannenden Buch lesen würde. Manchmal kommt es mir vor, dass sie zu viel von mir verlangt, und mir wäre es am liebsten, wenn sie irgendwohin verschwinden würde, damit ich von all den Pflichten und Ermahnungen meine Ruhe hätte. Darin hat sich meine Ansicht geändert. Ich änderte mich an den Film, welchen man uns beim Besuch in Ghetto Theresienstadt gezeigt hat. Denn nicht immer konnten Kinder ihre Kindheit und Jugend mit ihren Eltern, mit ihrer Mutter verbringen. Während des Krieges wurden manche Menschen gewaltsam in eine Stadt übergesiedelt. Was war das für eine Stadt? Was hatten diese Menschen verbrochen? Wer hatte diese Macht über das Schicksal anderer zu bestimmen? Die Stadt hieß Theresienstadt. In ihr wurde ein Ghetto errichtet, ein Ghetto für Menschen, gebrandmarkt durch den gelben Stern mit der Aufschrift Jude. Es waren Menschen wie du und ich. Vielleicht hatten sie dunkle Haare oder ihre Gesichtszüge waren ausgeprägter und sie hatten eine andere Religionsbekenntnis. Damals begann im benachbarten Deutschland ein Mann namens Adolf Hitler die Theorie,
der Ungleichheit der Menschen zu verbreiten, wonach es höherwertigen Völker, er meinte damit sein Volk und die ihm verwandten und sogenannte minderwertige Völker geben soll. Die Minderwertigen sollten von der Erde verschwinden und die Höherwertigen sollten sie beherrschen und konnten sie sogar töten. Diese Ideen begann man auch umzusetzen. In die von der Außenwelt abgeschnittenen Stadt wurden jüdische Familien auch aus verschiedenen Ländern deportiert. Die Männer wurden von ihren Familien getrennt und viele Frauen von ihren Kindern, die in Kinderhäusern wohnten, wo sie umerzogen werden sollten. Oft geschah es, dass sie ihre Mutter lange Zeit nicht sahen oder sie überhaupt nie mehr wiedersehen sollten, weil sie mit einem Transport an einen anderen Ort gelangt war, von dem es keine Rückkehr gab. Die Kinder waren auf sich selbst angewiesen, das eine auf das andere, das Jüngere auf das Ältere. Sie litten Schmerz und Hunger, doch stärkten sie einander im Glauben und in der Hoffnung. Aber was zählte, dass schon Mutter nicht da war, die Mutter, die das wunde Knie verbindet, die einem durch das Haar streicht und mit liebem Blick und sanfter Stimme Gute Nacht sagt. Manche hatten Glück und konnten ihre Mutter von Zeit zu Zeit treffen. Wann immer das geschah, wollten sie ihr eine Freude machen, sie aufheitern. Sie erinnerten sich an all die kleinen Dinge, welche die Mutter früher gefreut hatten. Eine mochte duftende Veilchen, eine Wiesenblumen, eine andere Mutter wiederum frisch geerntete Kirschen. Die älteren Kinder, die auf den Feldern außerhalb des Ghettos arbeiteten, dachten bei ihren Besuchen daran. Trotz der Gefahr und der drohenden grausamen Bestrafungen im Falle der Entdeckung der kleinen Geschenke brachten sie in ihren weiten Hosen ein paar Blätter, Spinat, Kartoffeln unter den Hemden, eine gepresste Blume, einen schönen Stein mit alles für ihre Mütter. Mütter, Frauen, geduldig und verständnisvoll, liebevoll und vergebend. Frauen, die Maler, Bildhauer, Dichter, Schriftsteller und Komponisten zu den wunderbarsten Kunstwerken inspirieren. Mutters Rufen reißt mich aus meinen Gedanken, bringt mich zurück in die Wirklichkeit. Was will sie diesmal von mir? Ich soll ihr helfen, das Abendessen herzurichten. Ich willige ein. Ich liebe diese gemeinsame Zeit. Wir reden über alles Mögliche und gerade in diesen Momenten werde ich mir bewusst, wie schön es ist, eine Mutter zu haben. Mutter, ich bin so froh, dass ich dich habe. Ja. Das war's mit der ersten Geschichte. So viel dazu. Ich würde jetzt auch gerne die angesagte Schweigeminute dafür halten. Ich denke, es ist ganz richtig, dafür eine Schweigeminute zu halten. Zumal, ihr habt es vielleicht irgendwie an meiner Stimme bemerkt, hat es mir auch relativ schwer gefallen, so etwas zu lesen, vor allem vorzulesen. Es ist ein schweres Thema, es tut irgendwie weh und ja, rede ich nicht so viel. Wir machen eine kurze Minute Stille und
So, danke für eure Zeit. Dann verabschiede ich euch von diesem Projekt und ja, teilt dieses Video weiter, damit auch andere diese Geschichte von mir hören können. Ja, bis zum nächsten Video. Man sieht sich.